Das Transferfenster ist noch nicht mal geöffnet und trotzdem kommt langsam die Panik bei einigen 96-Fans und ich kann mich davon nicht ausnehmen, auch bei mir, denn am Sonntag ist Trainingsstart und es wird zwar vermeldet, dass wohl ein Transfer schon fix sei und der auch am Sonntag beim Trainingsstart dabei sein soll und dennoch macht sich so ein bisschen der Unmut breit, weil wie soll das eigentlich funktionieren? Das und mehr in diesem Video. Die Frage, die man jetzt generell stellen kann, ist natürlich, was soll funktionieren? Also, wir haben einen laufenden Spielbetrieb, wir haben eine Lizenz, wir haben einen Kader. Was ist das Problem? Naja, ganz einfach, das Problem ist, dass nichts passiert bei Hannover 96. Lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir haben einen Abgang zu verzeichnen heute. Marius Wörl wird für ein weiteres Jahr zu Arminia Bielefeld ausgeliehen. Das reicht schon, um die Gemüter zu erhitzen, weil viele sagen, ey, aber jetzt auch eine Mannschaft in der Regionalliga. Aus meinen Augen ist es der völlig richtige Weg. Könnt ihr gerne mal auf Instagram folgen, habe ich auch was dazu geschrieben. Ihn auszuleihen, weil Bielefeld realistisch betrachtet deutlich höher spielen wird in der dritten Liga und deutlich ambitionierter als 96, die aller Wahrscheinlichkeit nach wieder, naja, im Abstiegskampf zumindest mal sein werden. Das ist total nachvollziehbar und richtig, zeigt aber auch, okay, wir sehen ihn noch nicht auf Zweitliganiveau, obwohl wir ihn ja letztes Jahr schon ausgeliehen haben. Und es zeigt gleichzeitig auch so ein bisschen, dass man so planlos agiert, kann man das sagen? Also es ist sicherlich ein Plan und man hat auch sicherlich geplant, den sukzessive aufzubauen. Aber in den vergangenen Jahren war es ja häufig so, dass wir talentierte Spieler permanent verliehen haben und dass die dann weggegangen sind und ihren Weg woanders gehen. Liebe Grüße an der Stelle an Lawrence Enali. Wer kennt ihn noch? Ja, ausgeliehen an Essen gewesen. Ich glaube, der hat einen Marktwert von 100.000 gehabt oder sowas. Hat bei uns ein bisschen gespielt, jetzt aber auch nicht großartig. Spielt mittlerweile seit letztem Sommer bei Górnik Zabrze. Kennt man vielleicht, weil das der Verein von Lukas Podolski ist. Hat in der Extraklasse 26 Spiele gemacht, 7 Scorer und hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro. 22 Jahre alt, der Mann. Dieses Jahr geworden. Und das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Das ist ein Problem. Das andere Problem, was ich sehe, ist, wir haben zwei potenzielle Stammspieler abgegeben diesen Sommer schon mal. Fix. Das ist safe. Ja? Louis Schaub war letzte Saison Stammspieler oder wurde zumindest mal so gesehen, nachdem er auch eine gute Rückrunde 2022-23 gespielt hat. Und Cedric Teuch hat unseren besten Torschützen aber abgegeben. Unabhängig davon, ob man jetzt darüber reden muss, dass der in der Rückrunde nicht gespielt hat, dass es zu St. Louis geht. Ey, anscheinend geht Hartl auch zu St. Louis, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher, das sollte man nicht verurteilen und gleichzeitig hat das nichts damit zu tun, dass das wichtige Spieler für uns waren. Und auf der Zugangsseite hört man nichts. Die einzige Position, auf der wir einen Neuzugang haben, ist der Innenverteidiger. Das Thema hatten wir schon mit Josh Knight. Und ich bin weiterhin mehr als skeptisch. Ich bin gespannt auf den Trainingsauftakt. Allerdings wird mir der wahrscheinlich auch nicht große Aufschlüsse geben. Abgesehen davon, wenn wir Viererkette spielen wollen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass man einen Spieler verkaufen wird. Wenn wir Viererkette spielen, gehe ich davon aus, dass es Phil sein wird. Schlicht und ergreifend, weil dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Und weil man holt ja nicht Josh Knight, der anscheinend die Ambitionen hat und der auch zum Beispiel bei Werder auf dem Zettel stand, realistisch betrachtet, wenn man den nicht spielen lassen möchte. Und ich glaube nicht, dass Phil sich auf die Bank setzen wird, nachdem er letzte Saison auch einer der besten Verteidiger der zweiten Liga war. Notenbesten Verteidiger der zweiten Liga. Auf der linken Innenverteidigerposition, Viererkette, hätten wir mit Halstenberg einen, der hundertprozentig gesetzt wäre. Und ich glaube auch nicht, dass Bright sich so lange auf die Bank setzen möchte und dass man sich das erlauben kann. So ergo, dann würde einer von den beiden gehen ohne Not. Wenn wir Dreierkette spielen, dann ist die gleiche Frage, was macht man denn mit Knight? So ist er vielleicht als Backup für Phil geplant, kann der vielleicht die zentrale Rolle spielen, als Backup für Bright, wenn Hals da auf links geht. Das wäre noch ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall wird dieser Trainingsauftrag, wenn wir Viererkette spielen, in meinen Augen dafür sprechen, dass einer der Innenverteidiger abgegeben werden wird. Welcher auch immer. So oder so ist das unangenehm, weil ich bin der Meinung, dass wir eine sehr gute Ausgangslage hatten im Winter des vergangenen Jahres. Wir haben einen absoluten Unterschiedsspieler in der zweiten Liga und damit alleine schon eine Ausgangssituation, wie wir sie lange nicht hatten. Marcel Halstenberg ist in meinen Augen mit der beste Spieler der zweiten Liga, qualitativ betrachtet vielleicht sogar der beste Spieler der zweiten Liga. Dazu haben wir eine sehr solide Verteidigung generell. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch Derek Köhn, einen Unterschiedsspieler auf der Linksverteidigerposition. Wir haben ein sehr gutes zentrales Mittelfeld, insbesondere Enzo Leopold, der immer noch entwicklungsfähig ist. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Zehner, der außer Form war, aber der über eine Menge Potenzial verfügt mit Louis Schaub.
Und wir hatten vorne ein riesiges Talent mit Nicolo Tresoldi. Wir haben mit Havard Nielsen einen sehr erfahrenen Spieler immer wieder im Netz. Mit Andreas Vogel sagen wir genau das Gleiche eigentlich. Und mit Cedric Teuchert auch ein Spieler, der in der Hinrunde sehr häufig getroffen hat. Die Ausgangslage war hervorragend. Die Ausgangslage hat man sich komplett genommen, indem man jetzt Schaub abgegeben hat, auch wenn das nachvollziehbar war, weil er halt eben nicht die Leistung gebracht hat, die man sich erwünscht hat. Dass man Teuchert abgegeben hat, was notwendig war, weil er halt wechseln wollte. Und dass man Derek Köhn im Winter abgegeben hat, ohne Ersatz zu verpflichten. Damit hat man eigentlich, also für letztes Jahr wissen wir das, die Aufstiegsambition ad acta gelegt. Es scheint mir aber so, als hätte man die Aufstiegsambition generell ad acta gelegt. Es wird die ganze Zeit darüber geredet, auch in den Medien, ja, 96 muss aufsteigen, 96 muss was bewegen, etc., etc. Es gab einen sehr lächerlichen Zeitungsartikel zum Aufstieg der U23, rund um den Aufstieg, wo es dann quasi hieß, ja, das muss ja auch für Leitl möglich sein. Vielleicht damit die Jungs aus der U23 die U23 mal als Vorbild nehmen. Ich weiß noch nicht, aus welcher ersten Mannschaft die Profis sich dann Profis runterholen sollen. Vielleicht ja von Bayern München oder sowas. Kann ja sein, dass wir dann eine Partnerschaft jetzt plötzlich haben. Das ist ein anderes Thema. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob Stefan Leitl sich das lange antun wird. Weil, wie gesagt, wir sind vor dem 1. Juli. Wir sind vor dem offiziellen Start des Transferfensters. Aber wir sind eben nur 2 Tage vom Trainingsstart entfernt. Und die zweite Liga geht übrigens Anfang August, Ende Juli, Anfang August los. Also es ist nicht mehr so lange hin, bis das wirklich wieder ordentlich ernst wird in der zweiten Liga. Und du musst eigentlich on point da sein. Du kannst dir, wenn du wirklich um den Aufstieg spielen willst und es gibt diesen 3-Jahres-Plan, dann kannst du dir keine Schwächephasen erlauben, insbesondere nicht zum Anfang der Saison. Weil du musst auf dich schauen, du musst im Optimalfall nicht verlieren und immer gewinnen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber was der Rest macht, ist erstmal egal, du musst selber deine Ergebnisse liefern. Nur das sehe ich aktuell noch nicht, weil ich weder eine Idee habe, was für eine Formation wir spielen wollen, wenn ich mir den Kader angucke. Ich bin mir nicht sicher, auf welchen Positionen wir noch nachlegen und ich bin mir nicht sicher, dass die vorhandene Qualität im Kader, die wir gerade haben ohne Transfers, in irgendeiner Form ausreichend ist, um oben anzugreifen. Und das macht mir einfach Sorge und ich weiß, viele von euch sind der Überzeugung, ja, da kommt noch was, aber es muss doch, also sagt es mir gerne, wenn es nicht so ist, oder sagt mir gerne, wo ihr glaubt, dass die Spieler sind, die wir holen wollen oder was das für Spieler sind, die wir nicht jetzt schon kontaktieren können oder nicht jetzt schon vermelden, weil du musst ja auch mit denen trainieren. Du musst die ja eingewöhnen, die werden ja nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, dass es unrealistisch ist zu glauben, dass wir bei der EM irgendwas machen. Ich habe das, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Das ist ja ein schöner Gedanke, dass wir bei der EM scouten, aber realistisch können wir uns keinen einzigen Spieler, der bei der EM spielt, leisten. Und also wenn wir nicht schon längst vorher mit ihm irgendwas ausgemacht haben, wovon ich aber nicht ausgehe. Und zum anderen, es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder diese Kontaktaufnahmen schon relativ früh. Das heißt nicht, dass der Transfer so früh vermeldet wurde, aber das meistens war schon sehr viel Kontakt da und es scheint jetzt einfach gerade gar nichts zu passieren. Es gibt quasi keine Gerüchte. Es gibt immer noch die ganzen alten Gerüchte, die wir schon mal hatten. Pohlmann zum Beispiel, Amindo Sieb, schwelt seit Monaten jetzt gefühlt, seit 2 Monaten, also seit einem Monat gefühlt. Aber bei dem ist es wahnsinnig unrealistisch, weil Mainz zum Beispiel Interesse hat und Erstligisten an dem interessiert sind. Das ist doch alles nicht, es hat doch alles nicht Hand und Fuß. Dann hast du auf der anderen Seite Vereine wie Hertha, wo ich heute eine Nachricht bekommen habe und deswegen mache ich dieses Video auch, weil ich von euch ja auch viele Nachrichten dazu bekomme. Immer wenn ein anderer Verein einen Transfer macht oder zweiten Liga, kriege ich quasi eine Nachricht dazu. Und kriege gesagt, oh, nervt dich das auch so? Ja, mich nervt das. Mich nervt das kolossal, weil ich nicht verstehe, warum. Und wenn es einen Grund dafür gibt, dann sag ihn doch bitte. Dann teile es uns doch bitte mit. Also natürlich transferstrategisch nicht ganz so klug, aber es gibt ja keinerlei Aussagen dazu. Und das finde ich so super, super schwierig, weil viele von den Spielern, die für uns sicherlich auch attraktiv gewesen wären, einfach schon weg sind. Zum Beispiel Florian Kleinhansel, hatte ich gesagt, als Linksverteidiger wäre eine gute Option, ablösefrei von Osnabrück, geht nach Kaiserslautern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für uns nicht möglich gewesen wäre. Dann zum Beispiel ein Michael Cuisance, der jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach zu Hertha geht. Wäre sicherlich für uns auch interessant gewesen, war ja angeblich sogar mal an der Geschäftsstelle gesichtet. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Gucken wir uns auch an einen Nikola Sessa, der zu Hertha geht. Genau die Position, die wir benötigt hätten. Super interessanter Spieler. Auch da offensichtlich nicht schnell genug dran gewesen, nicht den Etat gehabt oder irgendwas. Und das ist der letzte Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen kommen möchte, weil die Endkonsequenz, die sich für mich rausstellt, und das kann zu früh sein, ich bin auch nur ein Fan, ich bin kein Experte, so beim besten Willen nicht. Aber die Konsequenz, die sich für mich rausstellt aus der ganzen Geschichte ist, wir haben zum Trainingsstart einen Neuzugang und 2 Nachwuchsspieler, die wir hochziehen. Vielleicht kommt noch ein dritter dazu, aller Wahrscheinlichkeit nach Tom Bischoff, der ist 18, der ist ein Riesentalent, überhaupt keine Frage, aber der ist trotzdem 18 und nicht per se ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, bei dem du komplett alle Last abladen kannst, der wird es schon irgendwie regeln. Während andere Vereine aufrüsten und tendenziell besser aussehen als wir. Wir senken den Etat,
Das Saisonziel wird aber nicht gesenkt. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, und ich weiß nicht, wie das, also ich kann, dann verstehe ich nicht aus Stefan Leitls Perspektive, warum er zugesagt hat, dieses Jahr noch mitzumachen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass man das Thema Aufstieg im dritten Jahr ad acta gelegt hat. Ich verstehe aber nicht, warum. Oder, und das ist die Variante, die ich wirklich nicht bevorzugen würde, weil, ganz ehrlich, wenn man sagt, ey, wir brauchen noch, wir können das noch nicht schaffen, wir sind finanziell nicht gut genug aufgestellt, wie auch immer, okay, es wird Gründe dafür geben. Die Alternative dazu macht mir Angst, weil die Alternative würde bedeuten, dass unsere Vereinsführung keinerlei Ahnung hat und keinen Plan hat, was sie da überhaupt machen. Weil wenn die wirklich, ohne drüber nachzudenken großartig, Derrick Köhn abgegeben haben, nicht vorhatten, dieses Geld zu reinvestieren und diesen Sommer sagen, wir senken den Etat, haben eine wahnsinnig starke zweite Liga, wenn man sich anschaut, was Köln alles halten kann, wenn man sich anschaut, was Hertha macht, wenn man sich anschaut, was der HSV alles bewegen kann, auch wenn bei denen sicherlich auch noch Abgänge passieren können. Und dann ist trotzdem das Saisonziel immer noch der Aufstieg. Der Erste, der angezählt werden wird, das ist in den Medien so, das wird auch von den Fans so sein wahrscheinlich, zumindest in Social Media, wird der Trainer sein, ganz klar. Aber wie soll der mit dem Material aufsteigen? Das ist einfach die Frage, die ich mal in den Raum stellen möchte. Eigentlich musst du das Saisonziel anpassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann unsere Spieler, die wir im Kader haben, die sicherlich auch Ambitionen in ihrer Karriere haben, halten können. Weil ich bin mir sicher, dass Bright RMB, ich bin mir sicher, dass Phil, ich bin mir sicher, dass Enzo, ich bin mir sicher, dass Nicolo sich perspektivisch in der Bundesliga sehen. Gerade kannst du das null bewerkstelligen. Auch bei Halstenberg, an seiner Stelle würde mich das so nerven und so ärgern. Der kommt nach Hannover, will mit dem Verein aufsteigen. Die Voraussetzungen letzten Sommer waren echt gut. Es hat nicht ganz gereicht von der Qualität her, aber die Voraussetzungen sahen nicht so schlecht aus. Zum Winter hat man sich dann gefunden, dann also beziehungsweise nachdem Köhn weg war, fairerweise hat man sich gefunden, hatte dann auf den Long Run gesehen nicht die Qualität, aber es sah alles echt gut aus. Und jetzt gerade, sage ich euch ganz ehrlich, wir stehen deutlich, deutlich schlechter da als letzten Sommer. Das macht mir echt Sorge. Also zumindest vom Gefühl her. Vielleicht stehen wir nicht schlechter da, vielleicht stehen wir besser da. Aber gefühlt nicht. Es ist ein konfuses Video irgendwie. Aber ich komme auch nicht so richtig zu einem Entschluss. Ich rede das Gleiche wie die letzten Wochen, aber ich muss mir einfach von der Seele reden. Vielleicht geht es vielen von euch auch so. Und wie gesagt, also offensichtlich geht es vielen von euch so, weil ich kriege die ganze Zeit diese Nachrichten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Schreibt mir auch in die Kommentare, was glaubt ihr, wer ist der Mr. X, der angeblich bis zum Trainingsstart noch da sein wird? Ist es Bischoff, ist es Pohlmann, ist es irgendjemand anders? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich morgen mit dem ersten Transfer, der verkündet wird. Dem zweiten. Nein. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.